Ich habe hier Rechnungen gefunden. Besser gesagt, ich habe vom Museologen Rechnungen bekommen, die nicht ich bezahlen muss. Sondern die der Festungskommandant am Ende bezahlen muss. Und zwar für... Der Festungsfleischer erlaubt sich 4 Taler und 12 Groschen für die Versorgung mit Speis und Trank des Pater Hartmann nebst 2 Diener in Rechnung zu stellen. Der Tischlermeister verlangt 6 Groschen für die niedrige Bank der Exekution nebst 1 Taler 16 Groschen für einen Sarg von tüchtigen Kiefernbrettern. Die Handarbeit der Hinrichtung hingegen mit dem Schwert kostet 10 Taler in bar. Jonas Klaus und Konsorten, derer 6 Sargträger, verlangen 1 Taler für den Dienst, macht 16 Taler 36 Groschen. Und diesen Betrag war August der Starke nicht mehr bereit zu zahlen. Wann einmal Schluss ist, dann ist aber auch wirklich jetzt dann mal Schluss. Ich meine, ich habe ja schon 24.000 Taler in die Esse, also verfeuert für diesen Scharlatan. Das ist der größte Steuerverschwendungsskandal des Barock. So geschehen am Anfang des 18. Jahrhunderts, zur Zeit der Regentschaft des Kurfürsten August des Starken. Was aber war geschehen? Hört selbst. Es begab sich aber zu der Zeit, dass Johann Hector von Klettenberg, im Jahre 1669 in Frankfurt am Main geboren, schon in seiner Jugend durch einen zügellosen Lebenswandel auffiel und hohe Schulden machte. Er betrank sich und ward in Schlägereien verwickelt. Bei einem Duell aber erstach er den jungen Edelmann Daniel von Stahlburg. Seitdem suchte die Stadt Frankfurt am Main ihn wegen Mordes. Fortan befand sich Klettenberg auf der Flucht und versuchte als Alchemist Geld zu verdienen. Seinen größten Erfolg aber konnte er am Hofe Augusts des Starken verbuchen. Der sächsische Kurfürst stellte ihm astronomische Geldbeträge zur Verfügung, denn er glaubte ihm, als er sprach, ich kann Gold machen. Der sächsische Kurfürst erhoffte, der junge Herr von Klettenberg wäre endlich der Mann, der es vermag, Gold mit Alchemistenkunst herzustellen. Nur merkte August viel zu spät, dass an dieser Sache so aber gar nichts stimmte. Es ist ein bisschen wie die Geschichte von des Kaisers neue Kleider. Ne? Kennt ihr der Kaiser, der sich von 2 Schneidern Kleider nähen lässt, die so toll sind und vor allem eine ganz tolle Eigenschaft haben, nämlich die, dass nur Menschen sie sehen, die für ihr Amt taugen. Na? Und jetzt in Augusts Fall war es einfach so, der war versessen darauf, nicht nur seine Silberbergwerke im Erzgebirge auszubeuten, sondern war versessen darauf, dass man Gold doch bitteschön auch künstlich herstellen kann. Ne? Also Böttger zum Beispiel, der auch 6 Jahre lang versucht hat, aus Stroh Gold zu spinnen, versucht hat, mit Alchemistenkunst Gold herzustellen, ist ihm nicht gelungen. Gut, er hat am Ende das weiße Porzellan erfunden. Eigenes Porzellan, endlich in kurfürstlichen Regionen eigenes Porzellan, dünnes, feines, weißes Porzellan herzustellen, das war schon ziemlich groß. Man musste es nicht mehr teuer aus China importieren. Aber dieser von Klettenberg hat ihm eingeredet, er könne das, und August hat tatsächlich 24.000 Taler investiert. Das ist eine unfassbare Summe. Bis dann irgendwann mal eine Kommission auf den Trichter gekommen ist und gesagt hat, August, entschuldige bitte, Kurfürst, euer Gnaden, aber das haut nicht hin, was der da erzählt, ist totaler Bullshit. Das kann nicht funktionieren. Und sie haben, eine Expertenkommission, ihm nachgewiesen, dass es wirklich nicht geht. Woraufhin dann August sagte, so, jetzt ist hier aber mal Schicht im Schacht, jetzt sperren wir den da oben ein, und zwar auf der Festung Königstein. Der gute Klettenberg, der ja schon immer ein Hau drauf, tu nicht gut. Und ein richtiger Rüpel war, sich irgendwann in einer bitter kalten, finsteren Nacht im Januar dachte, jetzt aber ist nicht. Ich muss hier weg. Ich habe ja noch ein Leben zu leben. Also seilte er sich aus just diesem Fenster ab
Tropfen runter nahm sein Seil mit, huschte den Berg in dunkelster Nacht hinab. Rannte in die Ruhe, warf sich vor die Brüstung, schlug sein Seil, war damals definitiv ein anderes Gitter, drum machte einen festen Knoten, warf sich hinab und stellte kurz vor dem Aufschlagen fest, verdammt, das Seil ist zu kurz. Ja, dann ließ er los und ja, verstaubte sich die Knöchel, die Wand kassierte ihn ein. Das Ende vom Lied war, so, mein Freund, das war's. Kopf ab. Und er wurde dann still und heimlich hier am entlegensten Ort auf der Festung Königstein hingerichtet. Ich habe einen Experten zu den Fragen um den von Klettenberg. Und mit dem suche ich jetzt die Stelle auf, weil sie wirklich schwer zu finden ist. Gibt's vor allem in Sonderführungen. Aber echt so schlimm. Bis hierher haben die, na gut, ist immerhin in Richtung mit schöner Aussicht, oder? Ja. Was sagst du? Besser kann man es gar nicht haben. Ist das verbürgt, dass der von Klettenberg hier enthauptet wurde? Ja, das ist verbürgt. 1700 im März 1720. Also wirklich, die haben sich wirklich den letzten Zipfel auf der Festung Königstein ausgesucht, um so heimlich, still und leise von Klettenberg, den Hochstapler, ins Jenseits. Weil diese Hinrichtung sollte nicht öffentlich gemacht werden, weil August der Starke Angst hatte, dass dann publik wird, dass er sich von einem Betrüger hat vorführen lassen. Deswegen sage ich ja, das ist die Geschichte des Kaisers neue Kleider. Eigentlich steht auch August der Starke als Pate für die Geschichte des Kaisers neue Kleider. Wie heißt der Spruch? Der heißt, wir stehen zwar bis zum Hals in der Scheiße, aber der Ausblick, der ist schön. So ungefähr, das wird Klettenberg gedacht haben als letztes. Ja. Ey, ist das nicht furchtbar? Ja. Du wirst hierher geführt, siehst den Lilienstein? Das, und dann haben die, was haben die gehabt? Eine Fußbank? Eine Fußbank, wo er sich draufknien musste, wo er dann den Schwertstreich empfangen hat. Aber immerhin mit dem Schwert? Mit dem Schwert, ja. Er war von Adel und da stand ihm also eine Hinrichtung mit Schwert zu. Ich habe auch gedacht, dass das auch ein Fake war von Klettenberg. Aber der war wirklich von Adel. Das ist nicht so genau raus. Er selber war aber davon überzeugt, dass er von Adel ist. Das wurde aber angezweifelt und kann bis heute nicht bewiesen werden. Ach echt? Das ist dann auch noch ein Felix Krull sozusagen. Wahrscheinlich. Das ist nicht nur der Schneider aus des Kaisers neue Kleider, sondern es ist auch noch ein Felix Krull. Ja. Und was nicht alles. Aber weil die das geglaubt haben, haben sie ihn nicht erhängt, sondern mit dem Schwertstein. Genau. Weil es ist immerhin eine Ehre. Ne? Das ist, weil es geht schnell. Boah. Du bist ebenfalls Museologe. Bist du, begeistern dich diese Geschichten, die ein schlimmes Ende haben? Also, man hat dann ein komisches Gefühl dabei schon. Okay. Also, aber in der damaligen Zeit war das sicherlich nicht die einzige Hinrichtung. Nee, weiß Gott nicht. Man muss es im Kontext der Zeit sehen. Also, du sagtest, Klettenberg, die Geschichte von Klettenberg ist eine neue Entdeckung. Wer ist ins Archiv gegangen und hat gesagt, hier fehlt was? Hier muss doch noch mal einer hingerichtet worden sein. Das ist so ein schöner Platz. Also die Hinrichtung, das war schon bekannt. Ach so. Okay. Ich habe lediglich vertiefend dann noch mal im Archiv geguckt. Da gibt es also sehr große, dicke Akten, wo diese ganzen Vorgänge beschrieben sind. Die Hinrichtung selber auch. Der Kommandant musste ja dann an August den Starken Bericht erstatten. Hinrichtung vollzogen und hat das also genau beschrieben, wie das alles vonstatten ging. Und dann letztlich waren noch sehr viele Rechnungen hinten dran, diese Hinrichtung bezahlt werden musste. Selbst der Scharfrichter aus Pirna bekam 10 Taler ausgehändigt. Verstehe ich. Und zwar in bar auf die Hand. Ja, das ist allein Wegegeld. Ne? Ja. Also ich meine, heutzutage können wir immerhin noch 30 Cent pro Kilometer abrechnen. Der musste das aus eigener Tasche bezahlen. André, ich danke dir. Wenn es auch ein trauriges Ende ist, ist es trotzdem irgendwie eine saukomische Angelegenheit. Schöner Blick.
auf alle Fälle. Immer wieder gern.